Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals. Ja, heute sehen wir hier den Pluto. Ja, hinter dem Kuipergürtel befindet sich der Pla Seit 2006 ist Pluto eben kein Planet mehr, obwohl der Junge halt eben 5 Monde hat. Der altbekannte ist halt der Charon, dann kommt Nix, dann kommt Styx, Kerberos und Hydra. Ja, Ceres hat Pluto leider auch in Sachen Kleinplaneten ein bisschen den Rang abgelaufen. Und zwar in Sachen Masse. Ja, der Pluto hat eine Masse von 1,86 Gramm pro Kubikzentimeter und Ceres 2,077 Gramm pro Kubikzentimeter. Ist nicht viel, aber er reicht aus, um ihn auf Platz 2 zu katapultieren. Aber dafür hat der Ceres eben keine Monde und es ist auch nichts über seine, ja, Atmosphäre bekannt. Die Atmosphäre beim Pluto besteht zu 99% aus Stickstoff. Dazu halt eben 0,5% Furz, Methan und 0,5% Kohlenmonoxid. Der Durchmesser des Plutos ist 2374 Kilometer, ist nicht besonders groß und hat ein Gewicht von 1,303 mal 10 hoch 22 Kilogramm. Das entspricht ungefähr nur ein Drittel unseres Erdmondes. Ja, die Fallgeschwindigkeit beim Pluto beträgt aufgrund seiner geringen Dichte 0,62 Meter in der Sekunde. Das heißt, man fällt mit 60 Zentimeter in der Sekunde herunter. Die Fluchtgeschwindigkeit beträgt bei ihm halt auch nur schlappe 1,21 Kilometer in der Sekunde. Das heißt, man muss nur 1,21 Kilometer schnell sein, um halt diesen Gravitationsraum des Plutos zu verlassen. Ja, wie warm oder wie kalt ist es eigentlich auf dem Pluto? Nun, auf der wärmeren Seite, der sonnenzugewandten Seite, ist es minus 238 Grad. Ja, und auf der kälteren Seite minus 249 Grad. Das heißt, obwohl er so weit weg ist, merkt man die Sonneneinstrahlung auf diesem Planeten. Ich habe es schon wieder getan. Ich habe Planet gesagt. Das Sonnensystem hat eine Temperatur von minus 270 Grad Celsius. Natürlich wurden auch schon minus 273 Grad im Labor erschaffen. Das ist der absolute Nullpunkt, wo dann halt alle Atome auch zum Stehen kommen. Was man aber auch festgestellt hat, in den letzten 35 Jahren gibt es eine globale, also interplanetare, ja, Planetenerwärmung durch die Aktivität der Sonne. Ja, das heißt, unsere Erde ist betroffen, die ganzen Nachbarplaneten sind damit betroffen. Alle Planeten in unserem Sonnensystem erwärmen sich seit 35 Jahren durch die Aktivität der Sonne. Ja, wann wurde dieser Zwergplanet eigentlich entdeckt? Das war 1930 vom amerikanischen Astronomen Clyde William Tombaugh. Ich hoffe, ich habe es jetzt auch richtig ausgesprochen. Ja, das war mal Video über den Pluto, denn gleich geht meine Reise auch wieder weiter mit meinem, ja, Kreuzer, der Ghost. Ja, hier dreht sich mein kleiner Kreuzer. Es ist halt ein Schiff der Odysseus-Klasse von den Paraniden. Mit zwei schön fetten Buggeschützen. Ja, meine Crew. Hier der Blick zur Brücke. Ja, das war jetzt der Pluto.
innerhalb meines Spiels jetzt hier. Ich hoffe, ich habe jetzt einiges Wissenswertes über unseren Pluto, über unseren weit entfernten Zwergplaneten euch ein bisschen näher bringen können. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like. Kommentare sind auch willkommen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf diesem Kanal.